Kuchen entscheiden, dass sie sehr beliebt sind. Wir arbeiten dafür. Das ist gut. Herr Kuchen, Sie sind Oberbürgermeister von diesem grünen Hauptstadt. Wenn es heißt, Essen war schon mal Kulturhauptstadt und das war ein Riesenerfolg. Und jetzt auf einmal habt ihr auch noch den Titel bekommen, Grünen Hauptstadt Europas 2017. Was dürfen unsere Zuschauer sich darunter vorstellen? Das ist vor allen Dingen ein großes Kompliment an die Essenerinnen und Essener selbst, die ausgezeichnet wurden von der Europäischen Kommission mit diesem Titel. Deshalb grüße ich ganz zu Beginn natürlich alle Essenerinnen und Essener hier auf dem traumhaft schönen Marktplatz der Margaretenhöhe. Und wir aus Essen grüßen alle Zuschauerinnen und Zuschauer von Sonnenklar TV, alle Zuschauerinnen und Zuschauer von Sonnenklar TV, die demnächst Urlaub in Essen machen werden. Ganz genau. Das war wieder der Applaus, genau. Deine Frage. Meine Frage ist, Essen ist so gut. Ich und bestimmt auch ganz viele andere haben uns viele andere Vorstellungen von Essen. Das ist genau die Geschichte, die wir erzählen, eine Geschichte, die eben von der Wandlungsfähigkeit der ganzen Region spricht, früher grau und heute grün mit viel Lebensqualität. Und vor allen Dingen ist es eben nicht etwas aufgesetzt, kein Werbegag, sondern wir sind in der Tat die grünste Großstadt Nordrhein-Westfalens, die drittgrünste Großstadt in Deutschland. Und vor allen Dingen haben wir auch einen langen Weg hinter uns, denn früher sah es in der Region in der Tat anders aus, mit Kohle, Fördergerüsten und rauchenden Schnurren. Und heute eben sind wir eine moderne Großstadt, wir Menschen mit einem großen Herz, ja, und gelegentlich auch eine große Klappe. Ganz genau, das verdient einen Applaus. Was sollte ein Gast in Essen auf keinen Fall verpassen? Die Menschen in Essen kennenzulernen, denn die machen die Stadt aus. Darüber hinaus bieten wir viel UNESCO-Welterbe-Zollverein, genauso wie der Waldsee im Essener Süden, den wir in diesem Jahr zum ersten Mal nach 46 Jahren wieder zum Schwimmen freigegeben haben, weil die Wasserqualität so gut ist. Das ist doch ein großes Kompliment an die Wandlungsfähigkeit. Ja, ich kann Ihnen verraten, ich war in 1955 das erste Mal hier im Essener Süden und ich bin damals in ein Freibad in der Ruhr geschwommen. Ich glaube, dass das Wasser damals nicht gesund war. Man sieht es aber heute nicht mehr an. Oberbürgermeister, wir stehen hier auf dem historischen Marktplatz Margaretenhöhe. Was hat dieser Marktplatz mit Alfred Krupp zu tun? In der Tat war das ein Geschenk zur Hochzeit von Bertha Krupp, einer Tochter von Margarete Krupp und Friedrich Alfred Krupp. Und es zeigt eben auch, dass vor 100 Jahren hier schon die erste Gartenstadt Deutschlands entstanden ist und zeigt eben, grüne Hauptstadt ist gar nicht was Neues für uns, sondern wir haben eine große Tradition, die wir hier gerade auf der Margaretenhöhe zeigen können. Und wer einmal hier ist, ja, der verliebt sich. Wer vielleicht wohnt im Hintrops Stadthotel, der verliert sein Herz an Essen und so soll es ja auch sein. Kann ich nur bestätigen. Also ich kann nur eins sagen, die Grubianer, so nannte man die Mitarbeiter der Firma Grub Stahl, waren natürlich schon bevorzugt, wenn sie hier gewohnt haben, nicht? Weil heute habe ich mir erzählen lassen, dass hier, um eine Wohnung hier zu bekommen, die sind nicht sehr groß und die Fenster sind klein, spart natürlich Heizkosten, aber 5000 Leute auf der Warteliste. Das ist so, aber wenn man sieht, das ist 100 Jahre alt hier, was für einen hohen Standard damals schon geschaffen wurde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Krupp. Aber ich sage noch dabei, es ist nicht nur die Firma Krupp, die Essen geprägt hat, sondern unsere Stadt ist viel, viel älter, über 1000 Jahre alt. Wir sind älter damit als München, älter als Berlin. Wir haben hier in Essen schon die Heilige Messe gefeiert. Ja, da hat noch keiner dran gedacht, in Berlin die Sümpfe trocken zu legen. Das ist sehr schön. Herr Bürgermeister Kuchen, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und Sie haben kräftig die Werbetrommel gerührt, damit möglichst viele Sonnenklar-TV-Gäste hier nach Essen kommen. Also sollten Sie Fremden sehen, die Hessisch sprechen oder Sächsisch, die kommen alle von uns, sind sie freundlich zu denen. Dankeschön, Herr Bürgermeister. So, Berit, jetzt haben wir gleich noch...